Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind wieder bei OG, der alten Locke, der wir im letzten Part geholfen haben, bei den Produzenten wirklich ein bisschen anzukommen. In diesem Part werden wir uns einen weiteren Auftrag von ihm stellen. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch! Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get home. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Oh, scheiße. Okay, wir besorgen uns neue Klamotten und gehen zum Friseur. Wir werden nichts von der Scheiße tun und schauen zwischen 20 und 6 Uhr bei der Hausparty vorbei. Da das die letzte Mission von OG Loke ist und wir ziemlich viel Zeit dazwischen haben, würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal bei Caesar vor. Nicht bei Caesar. Jo, nö, ist klar. Ja. Schieß mich einfach an auf der Straße, kein Problem. Alles klar, Dankeschön. So, wir schauen jetzt einfach mal bei Tenpenny vorbei. Und gucken uns an, was dieser wunderbare, überhaupt nicht korrupte Polizist von uns möchte. Ich denke, nichts Schlimmes, oder? Nein. Burning Desire. Hey, Carl Johnson, CJ. Oh, shit. Come on over here, son. Move over. Let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. So, wir können dazu dieses wunderbare Polizeiauto verwenden und haben jetzt gleich wunderbare Molotow-Cocktails und ich hasse diese Mission. Ich mag sie wirklich nicht, aber meine Güte, sie muss aus dem Weg. Also können wir sie genauso gut machen. Ihr werdet sehen, warum. Und ich glaube, einige werden mir da sogar zustimmen. Also ich persönlich finde das eine der blödesten Missionen im Spiel. Also gerade, naja, sagen wir mal im frühen Spiel. Kommen bestimmt noch Missionen, die einem noch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen. Aber, ja, diese Mission, die ist, finde ich schon, ja. Also die, naja. Gut, wir suchen uns jetzt also erstmal die Molotow-Cocktails zusammen. Die Herr Tan, die Herr Tenpenny, die... der gute Officer Tenpenny für uns deponiert hat. Und zwar hier. So. Da laufen wir jetzt einfach mal ganz geschwind hin. Wir laufen, sagte ich. So, 20 Molotow-Cocktails. Gleichzeitig unser Munitionslimit. Wir begeben uns jetzt zum Gangbang-Haus und stecken es in Brand. Das ist also die Idee dahinter. Wir werden also gleich diesen Molotow-Cocktails durch verschiedene Fenster in diesem Haus werfen. Und dadurch das Haus in Brand stecken. Das klingt ja gar nicht so schlimm, mögt ihr euch fragen. Finde ich auch nicht. Das klingt nicht schlimm. Aber es ist wegen der Wurfsteuerung ein Fuck. Ein kleines Problem. So. Da ist also dieses wunderbare Haus. Und ihr seht, die Fenster sind markiert. Da müssen also die Molotow-Cocktails durch. Wir können erstmal hier ein bisschen die Gangs, die Gangmitglieder ein bisschen plattfahren, weil die uns gleich ansonsten, ansonsten attackieren würden. Das ist immer ein bisschen das Problem. Na komm her. So. Haben wir den Stern schon wieder weg? Nö. Gut. So, wir müssen jetzt hier also zwei Sachen aufpassen. Erstens, nicht selbst verbrennen. Und zweitens,
das Haus abfackeln. So, wenn ihr ein bisschen länger gedrückt haltet, werft ihr weiter. Das ist manchmal hier ganz hilfreich. Sehr hilft es, wenn ihr hier schon die Feuermission alle gemacht habt und damit feuerimmun seid. So. Okay, hier ist gerade jemand, der ein bisschen Ärger möchte. So, das haben wir ganz schnell geregelt. So. Das meine ich. Es ist nicht so leicht. Alles klar. Noch den letzten und dann sollten wir es hier geschafft haben. Alles klar. Das Haus wird jetzt also abbrennen. Feuerwehr sollte gleich kommen. Oder auch nicht. Die Nachbarschaft interessiert das nicht. Na, oh, blöd. A damsel in distress. We must help. So, natürlich ist da jetzt ein Mädchen drin, das uns interessiert. So, erstmal hier die Gangmitglieder ein bisschen fertig gemacht. Und ab ins brennende Haus. Like if you would save your mother. So, eben ganz kurz gucken. Die Orientierung ist hier relativ schwierig. Mal ganz kurz zu gucken. Ich kann mir nie merken, wo diese dumme Treppe ist. Man muss halt... Ah ja, hier Feuerlöscher. Sehr gut. So. Mit dem Feuerlöscher können wir, wer hätte es gedacht, Feuer löschen. So. Aber ich weiß immer noch nicht, wo diese Treppe ist. Gehen wir ganz kurz gucken. Oh, 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 oh. Scheiße brennen, scheiße brennen. So sollte aber kein Problem sein. Wenn das Feuer löschbar ist. Aha. So. Na, komm. Alles klar, so. Jetzt können wir uns hier durcharbeiten. Ah ja, hier wollten wir ja rein, genau. Wollten wir das? Wo ist diese dämliche Treppe? Ach, also der Rauch ist ja wirklich mal ganz ätzend. Hm. So, ah, so geht das. Okay. Hm. Wo ist diese Treppe? Ich will diese Mission nicht zweimal machen. Echt nicht. Alter, ich hasse das. Wenn man Treppen nicht findet, ne? Übrigens ist es eine Mechanik, die wir in dem Spiel relativ oft sehen werden, finde ich. Also dieses, ein Haus brennt und wir... Ah, hier, genau. Alles klar. Und wir müssen da durch. So. Wo ist das Mädchen? Da. Müssen wir hier schön weglöschen. Stand back! Put it out! Put it out! Put it out! Okay, das Feuer ist weg. Oh God, I'm so scared. Anstatt einfach aus dem Fenster zu springen, ich meine, das ist der erste Stock und es brennt, also die Wahl würde mir nicht so schwer fallen. Wir müssen hier überhaupt nicht schnell raus. Das Gebäude bleibt so lange heil, bis wir da rauskommen. Ne, also, wenn ihr euch ja vielleicht nochmal ein bisschen Zeit nehmen wollt, die schnieke Einrichtung begutachten wollt, dann habt ihr dafür auch Zeit. Es ist nicht so, als würde euch hier jetzt jemand hetzen. Ist das Feuer aus? Nein. So. Können wir hier gleich wieder, wenn ich die Treppe wieder finde, können wir da auch wieder runter. Das, Babe läuft uns schön hinterher. So, ihr müsst halt tatsächlich klar aufpassen, ein bisschen aus den Flammen rauszubleiben, denn die ziehen eure HP relativ schnell zurück. Hier noch ein paar Bände, Bandmitglieder, Gangmitglieder. So. Na komm. Ah ja. Immer wenn so dieser Dampf aufkommt, so. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Vielleicht habt ihr es ja gerade gesehen. Dann seid ihr tatsächlich am Löschen. Achso, da können wir jetzt gerade noch nicht durch. Wir müssen halt hier rum. Dann nochmal das Feuer hier ein bisschen niederlöschen. So. Alles klar. Und das sollte es gewesen sein. Genau. Und wir sind aus diesem, aus dieser brennenden Hölle sind wir raus. Das Mädchen auch. Ein Glück. Natürlich kriegen wir jetzt erstmal supergeil Koitus, weil wir das Babe gerettet haben. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Oh yeah, mein Gott. Please, thanks. Und da kommt jetzt langsam auch mal die Feuerwehr, nachdem sie ihren Donut gegessen und ihren Kaffee getrunken haben. Naja. Where you live? Just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargos Hill? I like to live dangerously. Ja, zufällig ist das halt ein lokales Mädchen und wir kennen sie zufällig, sie uns auch. In the Grove knows you and your brother. Natürlich. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Richtig, also wir sind niemals weggelaufen, mussten halt mal kurz weg und das haben wir getan durch Mittel von Laufen und so, ne? Also wir sind halt nie weggelaufen, aber wir sind halt weggelaufen. So, alles klar, ne? Damit ihr das mal klar kriegt hier, get your facts straight, so, alles klar. Hey, what's your name?
Denise Robinson. Give me Mrs. Robinson. We should go out or something. Yeah, I'd like that. So, Denise ist gerettet. The damsel in distress okay, is safe. I'll catch you later, CJ. Smell you later. Ist bestimmt auch gut so nach dem Feuer. Alles klar, die Mission ist erfüllt. Natürlich kriegen wir nix dafür, halt noch nicht mal Respekt. Einfach nix. Aber ist ja auch logisch. So, und Denise ist jetzt unsere Freundin. So einfach geht das, als wenn ihr halt irgendwie eine Freundin sucht. Einfach irgendwie ein Haus anzünden und dann das Mädchen daraus retten. Logisch, oder? Wir holen uns gerade nochmal die kugelsichere Weste hier. Ja, das Handy. So, kleiner Moment. So, Dach. We got a problem. Some punk-ass bass-head fool has been slanging to his Grove brother. Nein. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood's talking, and he's hiding out with his new ball of friends. That's a shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. Richtig. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. So. Wir haben jetzt eine neue Missionsmöglichkeit. Wir müssen halt jetzt mal langsam im Alleingang was machen und nicht immer nur als CJ Sweet Duo. Nein, wir müssen jetzt endlich mal allein was reißen. Ja, logisch. So. Gehen jetzt hier einfach mal vorbei. Fahren jetzt einmal zurück, speichern. Und dann war es das auch für diesen Part, würde ich sagen. Da vorne ist OG Loves Party, die wir im nächsten Part einfach mal crashen werden. Oh, und nochmal. Wir sind so beliebt, hä? Hey, CJ, what up, G? Hello? This party is jumping. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. Ach so. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Oh, yeah. Okay, I'm gonna come over right now, then. Okay, Log ist leider immer noch ein kleines Baby und sein Mikrofon ist kaputt und deswegen müssen wir gleich mal vorbei. Erstmal legen wir uns aber hin und duschen ein bisschen. Wir müssen ja stinken. So. Das heißt, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart für diesen Part von Let's Play GTA San Andreas. Wäre schön, wenn ihr mal auf meine Website guckt, firewall2192.de. Ich spare auf einen neuen Computer. Wenn ihr mich unterstützen wollt, da ist ein Amazon-Link. Und wenn ihr euch GTA kaufen wollt, dann macht das mal über diesen Link. Wenn ihr euch irgendwas über GTA, über Amazon kaufen wollt, macht das über diesen Link. Ihr unterstützt mich damit. Und es kostet euch keinen Cent. Also Leute, vielen Dank dafür und, bis zum nächsten Part von Let's Play GTA San Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.